Who'd have thought that Nia was a blade too? Why didn't you tell us, Nia? I just didn't, okay? No, it's not okay! You lot really are just children, aren't you? Huh? What do you mean? You'll understand one day. Hey, you know, me, Rex, Nia, we've all got some kind of deep blade connection going on with us, haven't we? To tell the truth, I am a little envious, Lady Morag. You know, I'm sure it could be arranged. Would it leave a scar? That's kind of part of the bargain. In that case, maybe not. No, that's not what I meant. It's just... Oh. Relax. Much as I appreciate the sentiment, I wouldn't want you to harm yourself. I am sorry. Anyway, what do we do now? It's all well and good that we escaped, but we've got nothing to show for it. Don't worry. I know where we have to go. Are you sure, Rex? You know Pyra's location? I think so. Near the World Tree. I see a rotting Titan. She's there. A rotting Titan? Could it be? What is it? Morag knows such a place? Close by the World Tree, against the side of the Great Void, I've heard there's a Titan known as the Cliffs of Morritha. Morritha? That name sounds familiar. Lady Morag, there are tales. Tales of a land of the dead and the cliffs that lead into its depths. Yes, indeed. The land of Morritha. A place no living soul has ever witnessed. Well then. Mick, you here again? Is it passion or idiocy? Patroka. Just ask me out already. Piss off and die, Mick. Oh, I'm sure I'll get around to it one of these days. So, what are you doing anyway? You know, the Marsanis is the last Tornin warship. I'm readying it for battle with non-mortal opponents. What are you talking about, non-mortal? Surely you don't need me to tell you. You don't mean... Something wrong? Did you want something? Food's ready. Get it while it's hot. You came all the way here to tell me that? You've got quite the crush. Mikhail, I'm gonna crush your... Okay, got it. Well, I'd better go and eat this delicious spread. Mick? Und damit begrüße ich euch zur neuen Folge Xenoblade Chronicles 2. So, und wie kommen wir jetzt am besten zu den Klippen von Morritha? Ich bezweifle, dass wir jemanden finden, der uns freiwillig mit seinem Schiff dahin bringen will. Nee, garantiert nicht. Ich glaube, kein Schiffsherr hat verstärktes Interesse an einer Spazierfahrt zum Weltenbaum. Ich kann anbieten, ein Militärschiff für uns zu organisieren. Dafür müssten wir einen Umweg in Kauf nehmen, aber es wäre die sicherste Methode. Oh, das geht? Morag hat so viel Autorität. Thor wäre auch gern Sonderkaviar. Was? Ich wollte gerade schon sagen, Sonderkommissar. Aha, wenn man es genau nimmt, fällt dieser Antrag eventuell sogar in die Sparte Autoritätsmissbrauch.
Jedenfalls müssten wir nochmal beim Palast von Hardtake in Mordain vorbei, richtig? Ja. Pritchett, würdest du vorausgehen und unser Kommen ankündigen? Selbstverständlich, Morag. Ich mache mich sofort auf den Weg. Und wir können dann eigentlich auch los, oder? Ja, scheint so. Gut, jetzt sind wir wieder hier in Fonset. Gut, hat sie jetzt auch... Da kann sie jetzt Dings gar nicht im Kampf benutzen, oder? Moment. Morag... Doch. Okay, alles klar. Wieso auch immer. Gut. Ich habe mich jetzt festgelegt, dass ich Nia erstmal weiterhin als Meister benutzen möchte. Weil ich ganz gern ihre Heiltechniken hätte. Dafür bekommst du eben wieder. Ja. Rock. Pleased to meet you. Gut. Und dann machen wir das so, dass du rauskommst und du reinkommst. Ja. Genau, so machen wir das mal. Gut. Dann habe ich heute wieder ein bisschen mehr vor, irgendwelche Sidequests und sowas zu machen. Wir haben ja jetzt sehr lange Story-Missionen gemacht und so. Und heute würde ich ganz gern wieder ein bisschen mehr was in Richtung Sidequests machen. Jetzt ist bloß die Frage, wo fange ich an? Ich habe ja erstens noch einige offen. Und ihr habt mir auch ein bisschen was in die Kommentare geschrieben in Sachen Sidequests. Deswegen. Was machen wir denn? Ich gucke erstmal, was ich alles so offen habe und dann gucken wir mal, was wir machen können. So. Ja, die hier ist halt noch, da muss ich noch irgendwie den ganzen Stuff suchen. Das hier genau, das war die eine. Da muss ich nur Monster besiegen. Das ist relativ einfach, denke ich mal. So, hier war das mit dem Andenken. Da kann ich jetzt mal gucken, ob ich das inzwischen machen kann. Also, ob ich da jetzt... Da war letztens, glaube ich, irgendeine Klinge einfach nicht da, die ich brauchte, um das aufzumachen. Ich glaube, ja, Moment. Dann gehe ich da jetzt mal ganz kurz hin und guck mal. Ah, das kann ich sogar sehen. Ja, wenn es funktioniert. Diese Karte. Okay, ich gehe einfach dann hin und gut ist. Das, oder ich hätte ranzoomen können. Egal. Jetzt bin ich hier und gut ist. Ja, das sollte aber klappen, oder? Ja, sehr schön. Gut. Dann können wir jetzt mal die Sidequest beenden. Oh, ist das etwa eine Feder von einem Gaggle-Eul? Dann hat also ein Gaggle-Eul den alten Mann angegriffen. Mal sehen, wo könnte das hier wohl hin sein? Oh. Ja, da brauchen wir noch ein bisschen. Also Waldkunde, keine Ahnung, wer das noch hat, aber... Das Pflanzenzeugs müsste. Dings noch haben. Wie heißt sie nochmal? Moment. Sie, Asami, genau. Moment. Ja, aber was auf Stufe 1? Da muss ich noch ein bisschen hoch machen. Gut. Dann brauchen wir noch ein bisschen mehr Talente hierfür. Alles klar. Dann machen wir die Sidequest doch nicht. Okay, was haben wir noch? Was haben wir noch im Angebot? Gut. Die Lehre von Indol. Sprich mit Mololo in der Quatorstraße in Indol. Ja, das können wir machen. Das sollte kein Problem sein, hoffe ich zumindest. Indol. Und wo ist diese Straße? Da, okay, gut. Dann porte ich mich dahin zum nächsten Punkt. Und dann können wir die Person suchen, mit der wir reden müssen. Ja. Dann machen wir jetzt die nächsten paar Parts wieder ein bisschen mehr an Sachen Sidequests. Und das sollte dann passen. So. Ja. Hier hinten muss der irgendwo sein. Mal gucken, wo er ist. Apropos Sidequests, den DLC, den werde ich mir heute oder morgen auf jeden Fall kaufen. Ich brauchte halt ein bisschen Guthaben auf der Switch. Und dann, ja, bekomme da scheinbar noch ein paar DLC-Quests. Das kann man ja hier wundervoll nachgucken bei den Mitteilungen. Da ist ja schon einiges draußen und es fehlt halt noch, ja, jetzt auch die Kampfprüfung, glaube ich, draußen, oder? Es fehlt halt noch die Geschichte und die kommt ja dann im September, glaube ich, raus. Und dann können wir hier einige neue Missionen machen. Und es gibt sogar noch eine seltene Klinge. Cool. Okay, da haben wir noch einiges zu tun auf jeden Fall. Aber jetzt reden wir erstmal mit dir hier.
Da bin ich wieder. Hallihallo. 23 Wachen im Heiligtum. Nachts. Danke für die wertvolle Information. Mein lieber Mololo, schmiedest du etwa schon wieder schändliche Pläne? Nono, Mololo, kein Schmied von Schändlichkeit. Will nur inspirierende Worte über glorreiche Lehre vom Ritual Malthus lauschen. Nun gut, dann will ich dir einmal glauben. Ach ja. Quatsch. Übrigens, Mololo, das Objekt, über das wir sprachen, vielleicht können es deine Freunde zu Malusio bringen. Ist wirklich notwendig? Dein Pfad zur Erleuchtung wird sich dir erst durch Taten offenbaren, mein junger Freund. Na gut, können Freunde nochmal Gefallen für Mololo tun, nur klitzekleiner. Mololo bittet Freunde, platinierte Spieluhr zu Malusio im Hafen von Goetheus zu bringen. Okay. Wieso kannst du das nicht selbst machen? Das ist ja kein wirklich langer Weg, soweit ich weiß. Oder sind da irgendwelche Gefahren auf dem Weg? Oder ist der vielleicht gefährlich, der die Spieluhr bekommen soll oder so? Keine Ahnung. Egal, wir gucken mal. Ich bin mal gespannt, was jetzt kommt. Und wieso er es nicht alleine machen kann. So ist denn der Gute. Gucken wir einfach kurz auf die Karte und irren nicht ewig rum. Okay, weiter oben. Da hinten. Na, das ist der Typ gewesen, okay. Malusio. Ja, bitte. Was habt ihr mir da schon mitgebracht? Ich kann nicht mehr reden. Eine platinierte Spieluhr? Aber das ist doch die Spieluhr, die mir erst neulich gestohlen wurde. Ah, also hat der Kleine von die wahrscheinlich gestohlen und hat sich nicht getraut, ihr zurückzubringen oder so. Nein. Nein, ach. Nuppern namens Mololo, ja, genau. Wow. Ja, das hat er sich selbst. Ich kann nicht mehr reden. Das hat er sich selbst eingebrockt, würde ich sagen. Gut, dann bringen wir den. Die Wache mal zu ihm. Ich frage mich wirklich, warum er auch die Infos über den Palast von uns wollte. Wahrscheinlich will er da auch einbrechen oder so. Oh Mann, ey. Der kann sich nicht genug Ärger aufhalsen. So. Großes Danke meiner Freunde für Erledigung von Botengang. Das ist also Mololo. Seid ihr ganz sicher, dass das der Nopon ist, der meine Spiel gestohlen hat? Er wirkt so gar nicht wie ein verschlagener Verbrecher. Beta Malusio hat gut erkannt. Mololo ist sündiger Nopon, hat viele, viele Fehler in der Vergangenheit gemacht. Aber wunderbarer alter Mann, Sefrian hat Mololo vergeben im Namen von Preto Amaltus. Mololo ist neuer Nopon, hat Pfad der Tugend entdeckt. Mhm. Wir sollten den Worten des jungen Mololo Glauben schenken. Es ist nie zu spät, sich seiner Schuld zu entledigen. Durch die Lehren des Prätors und die Herrlichkeit Indolz konnte die Seele dieses armen Sünders gerettet werden. Ja, na klar. Es war schon immer mein Wunsch, den Bewohnern von ganz Orres die Lehren des Prätors näher zu bringen. Alter Mann, Sefrian, sehr weise. Mololo will Lehren bis ans Lebensende folgen. Und wahrscheinlich stecken die beiden irgendwie unter einer Decke und der tut gerade nur so, als ob er ihnen irgendwie voll geholfen hat und so. Das wäre typisch. Wenn selbst der tiefgläubige Sefrian davon überzeugt ist, will ich Mololos Läuterung nicht weiter in Frage stellen. Okay, alles klar. Dann doch nicht. So, sehr schön. Ja, das war keine wirklich spannende Sidequest, aber okay. Okay, wir bekommen schön eine Belohnung. Was bekommen wir denn Schönes? Die Lehre von Indol abgeschlossen. Yay. Ah, ein seltener Kernkristall. Ich frage mich, wie wir bekommen. Und Elektra hat gleich mal einen Schlüsselerfolg bekommen. Sehr schön. So. Das hoffe ich mal, dass wir beiden zusammen die Lehren verbreitet. Und Wes auch. Wundervoll. Alle bekommen irgendwas. Das gibt immer so ein gutes Gefühl, wenn alle irgendwelche Sachen freischalten oder so. Das ist irgendwie voll schön. So. Dann gehe ich mal kurz ins Harmoniediagramm, dass ich das alles freischalte. So. Oh, du hast auch was. Sehr schön. Was brauche ich dafür eigentlich? Okay, einfach Sidequests beenden. Gut. Alles klar. I feel ready to grow. Das sollten wir hinkriegen. I'll keep on at it. I'll keep on at it.
Das Bild da unten. Zapier! Another dish in my repertoire. Oh Mann, ey. Critical update installed. Die ganzen Sprüche, die die Klinge mal sagen, die sind eigentlich voll cool. Gut, falsch. Mission. Was haben wir noch für wundervolle Quests? Das hier. Feure Bananenagentum. Sternwürfe und Opalsplitter. Kann ich jetzt da das Ding aufmachen? Ich guck mal kurz einfach, was ich dafür brauchte nochmal. Die Tür. Das war. War das hier? Auf der Ebene oder was? Hier. Ich glaube, das war ja hier. So, jetzt steigt natürlich wieder schon die Vertrauensstufe. Ja, hier war das genau. Okay, ich lasse mal erstmal kurz durchlaufen, bevor ich hier aufmache. Okay. Okay, ja, stimmt. Aber das müsst. Oder krieg ich das hin? Nee. Okay, einmal. Stimmt, 1-1 fehlt noch, genau. Oh, du hast halt auch gar keine Klinge drin, ups. Einmal du. Just leave it to Boreas. Und einmal du. Du bist noch ein bisschen auf Stufe 1. Dann wäre es mal interessant zu wissen, wie ich das bei dir steigere. Was ist das hier? Hier. Sprich mit. Ach, stimmt. Oh, das. Ja, ihr habt mir auch in die Kommentare geschrieben, dass es noch irgendeine Klinge gibt mit Noppern Wissen. Ich weiß aber gerade nicht genau, wer das war. Deswegen gucke ich dann mal nach, dass ich die bekomme irgendwie. Sehr gut. Was geht denn hier ab für eine Tanzparty? Cool. Gut. Dann andere Quests. Umans neue Hoffnung. Was war mit der nochmal? Suche bei der Blumenwiese von Torikov einen. Ah, stimmt. Alles klar, das war das. Ja, dann gehen wir. Ups, das war falsch. Dann gehen wir mal zur Blumenwiese von Torikov, würde ich sagen. Das war ja. Oh, das ist ein Harmoniegespräch. Sehr schön, das hören wir uns mal erst an, würde ich sagen, bevor wir da was machen. Ah, das mit Harmoniegespräch ist immer so schön, wenn man so ein Symbol findet. Ach ja. Gut, das ist da. Oh. Ah, mit West wahrscheinlich. Hier ist noch eine Sidequest irgendwo. Hier. Erebus. Okay. Ah, was soll denn das? Dieses Rätsel wird allein der größte Schatzjäger Erebus lösen. Moment mal, ihr seid doch die Meister, die mein Messer gefunden haben. Ich wollte gerade sagen, Erebus kenne ich auch den Namen. Tagchen, wie ist es? Dank meines Glücksmessers konnte ich die Bedeutung dieses Wandbildes ergründen. Es deutet auf den Fundort eines Schatzes der Noppern, der Artikel hin. In diesem Bauch des Einsiedlers muss irgendwas versteckt sein. Kein Problem. Schneide jetzt wirklich Bauch oder Buch? Ich habe gerade nicht richtig gelesen. Wie bitte? Ich bin hier der größte Schatzjäger. Ich werde den Schatz auf jeden Fall vor euch finden. Rätsel auf das Wandbild. Okay. Ja, meinetwegen. Immer schön neue Sidequests. Erst machen wir nie Gespräch. Wo genau ist das hier? Moment, ach hier, ja. Nee, hä? Nicht doof ist das hier im Haus. Hä, wo ist das? Bin ich gerade blind? Oder ist es oben drauf? Wahrscheinlich, oder? Wenn ich das jetzt nicht finden kann. Ich habe keine Ahnung. Ja, wie komme ich da hoch? Oh Mann, ey. Komme ich von hier da hoch irgendwie? Ja, sieht so aus. Ja, so halbwegs. Sehr schön. Jetzt musste ich halt irgendwann hochklettern können irgendwie. Okay, vielleicht hat das doch nichts mit West zu tun. Hä? Wo ist das?
Kann ich hier irgendwie rein? Oder ist das weiter unten irgendwo? Ist noch eine Ebene drunter? Oder vielleicht nur am Tag? Vielleicht nur am Tag. Das wäre natürlich super, dass ich jetzt hier voll meine Zeit verschwendet habe. Nö, irgendwie nicht. Das ist irgendwie seltsam. Vielleicht doch jetzt hier oben drauf am Tag. Ach komm schon. Wahrscheinlich soll man hier gar nicht so hoch kommen. Wäre zumindest echt seltsam, wenn man wirklich auf diesem Weg hochkommen soll. Aber die Sprungmechanik in Xenoblade ist ja immer ein bisschen seltsam. Egal jetzt in welchem Teil. Im ersten Teil war es schon ein bisschen seltsam immer. Auch in X, weil man da relativ hoch springen konnte. Und so. Jetzt nein! Komm, Rex, please. Nein! Wahrscheinlich gibt es ja voll einen einfachen Weg und ich mache es mir eigentlich voll schwer. Das wäre wieder voll typisch für mich. Jetzt. Ja, wo ist denn dieses Harmoniegespräch? Was ist das? Ich sehe da oben auch gerade nichts. Bin ich gerade wirklich so doof? Bin ich gerade blind oder ist es gerade ein Spielfehler? Ha, ich bin hochgekommen. Oder was ist das hier? Nein, oh, ich bin so doof. Da war ich gerade oben und Mann, ey. Was soll das denn? Ha. Wie lange kriegt's? Muss man echt aufpassen. Nee, es ist sich hier oben. Wo ist das denn? Ah, geht's noch weiter? Ich bin so doof, es geht noch weiter nach oben. Oh, manchmal möchte ich einfach meine Hand vom Kopf schlagen. Ich bin so blind. Es ist unfassbar. Ja, hier ist es. Und Furara, was geht denn bei dir ab? Okay. Und was brauchst du? Wow. Und hier haben wir das Harmoniegespräch. Ja, oder auch nicht. Gut. Dann haben wir schon unsere Zeit verschwendet. Ja, schön. Ah, bitte fall nicht runter und stirb. Dankeschön. Mann. Sehr schön. Perfekt. Richtig viel Zeit verschwendet. Nice. Gut, dann müssen wir erst machen, wenn Pyra wieder da ist. Das wäre relativ cool, wenn sie bald mal wiederkommen würde, so. Oh Mann, ey. Dann denke ich wahrscheinlich eh nicht dran, das zu machen. Ich drücke mal auf falsche Menü. So. Blumenmeer, das war doch... Wo ist denn das nochmal genau gewesen? Das Blumenmeer. Oder war das hier irgendwo? Falsch, hier irgendwo. Das war die Sidequest. Hier ist das, genau hier ist das Blumenmeer. Oh, die Blumenwiese, besser gesagt, nicht Blumenmeer. Dann gucken wir mal kurz dahin. Oh Mann. Which way from here? Which way from here? What have we here? Flora heals an ache. Ach ja. Gut. Ich mach mal die andere Quest aktiv, aber ich glaube, der Part ist auch schon. relativ lang. Deswegen denke ich mal. Machen wir im nächsten Part damit weiter. So. Ich muss hier ohne irgendeinen Questmarker suchen oder was. Gut, meinetwegen. Aber
Ich sehe jetzt ja nicht unbedingt irgendwas. Oder ist das nur zu einer bestimmten Tageszeit oder so? Moment. Nö, das sind keine Voraussetzungen. Okay, egal. Im nächsten Part geht es dann hier weiter. Ich hoffe, wir finden hier den Titan. Und ja, ich bin sehr gespannt, was noch so sonst passieren wird an Sidequests und Story und alles. Ich bin voll gespannt. Oh, wow. Das habe ich immer übersehen scheinbar. Cool. Mann. Auch noch ein seltener Krankheitsteil. Sehr schön. Gut. Bis dann und ciao. Euer V-Road. Tschüss.